32 Siege, 25 mal vorzeitig gewonnen. 5 Kilo. Und in der blauen Ecke Nikolai Valuyev aus Russland, 145,8 Kilo. Ihr Ringrichter Manfred Küchler aus Hannover, 74 Kilo. Ist schon eine Kante hier, der Nikolai Valuyev. Braucht der Betreuer fast schon eine Leiter, um da das Wasser zu reichen. Mundschutz. Alles da. Das Demirovic. Touch gloves now after the fight. Good luck to both of you. Ja, der Bob Mirovic mit seinen 1,96 Meter ist auch eine ganz schöne Kante, wie ich es vorhin schon gesagt habe, aber wirkt gegen den Valuyev doch wie so ein größerer Gartenzwerg. Box. Ja, schon lustig, der Manfred Küchler mit seinen 74 Kilo, und wir haben es gehört, so viel soll er wiegen. Zwischen diesen beiden Giganten da, reicht er zum Kopf von Valuyev, jawoll. Nochmal tief geschlagen da von Mirovic. Das Ganze findet nach wie vor auf dem Nürburgring statt hier. Wenn Sie im Hintergrund so Geräusche hören, das sind alles die Rennwagen, die ja noch trainieren. No holding. Also nicht irritieren lassen. Ja, aber der hat da keine Angst vor dem großen Mann, der Popirovic. Nochmal die Rechte, da hat er es gemerkt über die Führungshand von Valuyev, da kann man auch mal ganz gut rüberkommen. Hey, step back, come on, step back, Bob, no holding. Da sehen wir häufig bei Kämpfen von Valuyev, dass die Gegner dann eine Aktion starten und dann sofort nach vorne gehen, um da alles weitere, was kommen könnte, vom russischen Riesen zu blockieren. Schöner Körpertreffer von Valuyev. Das sieht alles ein bisschen langsam aus, aber da ist ganz schön Dampf dahinter. Ich weiß noch, da kreuzt sie irgendwann bei Universum Box Promotion auf, der Valuyev. Und Klaus-Peter Kohler, das sieht. Er habe echt Angst um seine Sandsäcke gehabt, so hat er die malträtiert. Sobald er die Führungshand einsetzt, kommen die guten Szenen für Nikolai Valuyev. Aber der Bob Mirovic, der hat da ganz gut dagegen gehalten in Runde 1. Ja.
Alter, es ist immer gut, Junge. Ja, es ist immer gut. Valjuev gewann 2003 bislang gegen Pedro Daniel Fracco aus Argentinien und gegen Vitali Schrabo. Auch ein paar Fans hier von Bobirovic. Come on! Second round, please. Round two. Put away this. Keep moving, don't stop. Hat einen No-Contest. Bislang der Valjuev, das war 1999 gegen Andreas Sidon. In Prag, da hat er Sidon in der ersten Runde schon zweimal angeklingelt gehabt. Der Ringrichter brach dann in der dritten Runde das Ganze ab. Dann flogen vier Gläser, Sektgläser und weiß was alles in den Ring. Und die Gruppe war da gar nicht mit einverstanden. Dann ging Sidon zu Valjuev in die Ecke und dann haben die weitergekämpft. Der Ringrichter hat dann inzwischen die Halle verlassen gehabt. Und haben sie ihre sechs Runden da ausgefochten. Und dann hat die EBU aber doch entschieden, das Ganze als No-Contest zu werden. Andreas Sidon gegen Valjuev. Und jetzt geht das erstmal aufs Knie, der Bobirovic. Ich sage ja, das sieht alles ganz langsam aus, aber da ist mächtig Druck dahinter bei Valjuev. Der ist doch kein Schnellstarter, der braucht seine gewisse Zeit, bis er auf Betriebstemperatur kommt. Und der Mirovic versucht jetzt natürlich, sich erstmal über die Zeit zu retten, bis die Wirkung vorbei ist. Hat sich wieder berappelt, der Australier. So. Hat er sich verhettert da. Ja, jetzt ist er langsam in Fahrt. Und dominiert den Kampf hier eindeutig der Nikolai Valjuev. Mirovic natürlich auch viel zu langsam. Also wenn man eine Chance haben möchte gegen The Giant, the Russian Giant, dann muss man schnell auf den Beinen sein. Und versuchen, Aktion zu setzen und dann wieder weg vom Mann. Da fällt er nach vorne um. War keine Schlagwirkung. Die linke da zum Schluss von Mirovic, okay. Da stapft er jetzt so, bis betröppelt in seine Ecke, 37 Jahre. 121,5 Kilo, also auch kein Leichtgewicht. 20 Siege, 12 mal vorzeitig gewonnen, 11 Niederlagen, 2 Unentschieden. Das ist die Bilanz. Bisherige von Bob Mirovic, Trainer Angelo Haider. You trust me, Bob? If you want it, brother. So, da war der kurze rechte Haken zum Kopf. Bob, listen to me now and look. Alle Probleme nochmal hochzukommen. Also soll sich konzentrieren. Okay, dritte Runde. Bob Mirovic, The Big Bear wird er genannt.
wurde 1966 in Dubrovnik in Kroatien geboren, hat allerdings inzwischen die australische Staatsbürgerschaft und wohnt in Wyonga in New South Wales. Wirft immer wieder mannhaft bei UF entgegen, aber der hat die Sache jetzt hier im Griff. Mirovic hat ganz auf eine Amateurkarriere verzichtet. Irgendwann erschien der im Gym und irgendwann hat er sich dann entschieden, ich werde Profi. Kassi hatte so natürlich gleich zu Beginn seiner Karriere mehrere Niederlagen. Oh, voller Rechte zum Kopf von Valjuev. Aber ich glaube, das hat er gar nicht gespürt, wie das ausgesehen hat. '98 versuchte Mirovic australischer Meister zu werden, ausgerechnet gegen den Joe Buckner. Der war damals 48 Jahre alt schon. Die Sache ging schief. Buckner war ja auch einer der schillerndsten Figuren, zumindest im australischen Boxen 1971. Campbells britischer Europameister gegen Henry Cooper. Und Buckner als gebürtiger Ungar machte dann auf sich aufmerksam, als er auch noch Jürgen Blin besiegte. Punktniederlage 73 gegen Muhammad Ali in Las Vegas und gegen Joe Frazier. 75 dann nochmal ein Kampf, da ging es um Weltmeisterschaft gegen Ali. Gab es wieder eine Punktniederlage. Also, das war schon eine Nummer. Gegen den hat er natürlich verloren, der Mirovic. Aber kurz darauf wurde er dann doch noch australischer Meister. Unser Freund hier gegen Colin Wilson. Das war die dritte Runde. Der Hohenecke Marco Mirovic begrüßen wir den bedeutendsten Boxautor Australiens, Mr. Bradley Kieser. Welcome. Wer in die Biru kam, akzentiere ich in die Biru. Der linke. Sofort Nasenbluten bei Mirovic. Runde 4. In der zweiten Runde sah es so aus, als ob der Bob Mirovic da nicht mehr lange dagegen halten kann, aber ja, geht jetzt wieder. Rechte, die kommt dann ab und zu mal ganz gut durch. Und die hätte vielleicht auch den einen oder anderen Gegner durchaus mal aus den Latschen gehauen, aber der Valuev, der verzieht nicht mal eine Miene, wenn das Ding da ankommt. Oh!
einiges dazugelernt, Nikolai Valjuev. Der ist schon hier Kombinationen erkennbar. Anfang seiner Karriere, da hat er ja die Gegner mehr oder weniger mit seiner Masse erdrückt. Aber mittlerweile hat er auch Boxen gelernt. Nochmal hier zwei volle Knaller zum Kopf des Australiers. Nochmal mit der Linken. Aber der bleibt nicht stehen. Wird er schon in der Ringmitte abgeholt von seinem Betreuer, der Popmirovic. Der atmet schon schwer hier, der Bob. You understand, Bob, he can't hurt you. You understand, if you cover and punch and hold, he can't hurt you now. You can only give up now to lose this fight. Bob, if you fight this fight off, get up and get up. Listen. Der kann dich nicht. Umhauen. Seine Schläge, die machen dir nichts. Du kannst den Kampf nur selber verlieren, wenn du nichts tust. Naja, wenn man nicht selber gegen Valjuev da in den Ring muss, dann kann man sowas natürlich auch erzählen. Weil Juev hier wieder offensiv hier in diese fünfte Runde reingegangen. No, stop! 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 Come on! War zu Beginn seiner sportlichen Karriere ja Basketballer dabei, Juev. You're holding! Stop! Dann zog es ihn zur Leichtathletik, zum Diskuswerfen. Dann hat er sein Abitur gemacht, Sport studiert. Ja, und jetzt Boxer. Hochintelligenter Bursche. Also im Ring hat er verloren, da lag er auf beiden Schultern. Ja, der kann nicht mehr, der Popmirovic. Gab aber gar keinen Grund, jetzt sich da auf den Boden zu werfen. Der Valjuev hat sich ein bisschen auf ihn draufgelehnt. Reicht er zum Kopf. Aber die schluckt er nach wie vor.
weil UF offensiv selten sofort. Zuvor ja, zwei Schläge waren da zu tief von Mirovic. Da wird sie versuchen, mit aller Gewalt da noch bis zu Ende der sechsten Runde zu juckeln. So, hier, Achtung. Собери ножки, подбери под каждую руку ноги. Под каждую руку ноги. Нога, рука. А ты стоишь, ноги отморозил, руками бошкаешься. Толкаешься. Собери, стряхни, дон, бля, снизу. С подседа удар. Дёк, корпус. Дёк, с акцентом, много выводится. А ты на прямых ногах стоишь. Ёбнуть его сейчас. Только ёбнуть, но красиво. Давай, встань. Вставай, вставай. Давай, все хорошо. Шивота. Tief rausgeholt von Van Juef. Hey! Come on, step back. Wenn er seine Führungsaufgabe fährt, dann hat er gegen überhaupt keine Chance. Auch sollte sogar mal der Mirovic. Und es gibt wieder Prügel. Man sieht ihn schon an, mit seinen 37 Jahren ist er nicht mehr taufrisch. Er ist noch langsamer als Valjuev. No, low blow, Bob. Ist schon der dritte, vierte, fünfte Tiefschlag da von Mirovic. Weil Juev begann mit 20 Jahren. Intensiv zu boxen war dann bei den Amateuren. Als Zweiter bei den russischen Meisterschaften im Superschwergewicht. Aber er zog ihn dann irgendwann zu den Berufsboxern und da hat er sich ja wahrlich gut zurechtgefunden. 32 Kämpfe, 32 Siege, 25 Mal vorzeitig. Das sind schon beeindruckende Zahlen. Letzten Sekunden in Runde 6. Ich denke, die erste Runde war noch einigermaßen ausgeglichen und ab dann hat Nikolai Valjuev da das Zepter übernommen, hat die übrigen Runden für sich entschieden. Listen to me. Listen to me. He can't hurt you. Hey, you believe that? Well, I'm telling you, Bob, you can only give up. Hey, and that means hands down and not punching. Twist his ears right now. Listen to me, Bob. Bob, breathe. Breathe deep.
Сейчас махнул мимо. Люди смеются. Где техника? Да, да, пфайфт в последней дюйме, да, Боб Микович. Когда ты его ударишь, он ждет уже. Ты ударить не можешь, сопли развесил. Поднимись, блядь. Соберись, блядь. Подерись, как мужик, блядь. Подерись, блядь. Mal weg. Ja, bist du ein bisschen wie Wasser da in der Ecke? Eindruck, nur einen richtigen Hammer noch mal zum Körper und der Mirovic geht da zu Boden, aber er wehrt sich da nach wie vor mit seiner Rechten noch recht effektiv. Tief angesetzt. Hey! Ja, schöner Kampf ist es nicht. Da war mal dort ersten drei Runden okay, aber so langsam lässt das Niveau doch nach, weil der Mirovic natürlich versucht hat, hier mit allen Mitteln über die Zeit zu kommen. Valua fällt auch nicht allzu viel ein. Die besten Szenen von Aliyev sind die, wenn er den Mirovic da in die Ecke drängt und dann eben ein paar Haken auf den Bauch haut. Schläge hier zu sehen von Valjuev. Ja, er steht da zu nah dran. Er braucht seine Distanz, dann kommt sein Haken auf. Du schaust ihm an, du schaust ihm an, du schaust ihm an. Du schaust ihm an, du schaust ihm an. In der Ecke. Aber vielleicht auf einer Suche koordiniert seine Schläge abfeuern.
Der Küchler. Er hat es ja nicht einfach. Last Round Holding, aber genau deshalb hält er ja, weil es die letzte Runde ist, weil er unbedingt jetzt auch hier den Kampf nicht vorzeitig verlieren möchte. Was die Kräfte angeht, hätte er sicherlich schon lange gerne aufgegeben. No holding. Hop. Nochmal Schlusssport hier von Valjuev. Alles gute Treffer, aber der Trainer scheint tatsächlich recht zu haben. He can't hurt you. Liegt der Bob noch mal. Okay. In 10 Sekunden, dann haben wir das alles gestanden. Wie gesagt, das war ein ziemliches Gemurks hier, der Kampf. Mit einem Bob Mirovic, der hier eisern und tapfer ums Überleben gekämpft hat. Und mit einem Nikolai Valjuev, dem nicht viel eingefallen ist. Und wenn er auf den Brettern lag, der Mirovic, dann ist er meistens selber umgefallen. Die Zuschauer haben Spaß hier. Ja, der lässt sich feiern, weil er tatsächlich jetzt geschafft hat, 8 Runden mit Nikolai Valjuev zu gehen. Da nochmal sehen. Jetzt macht er absolut die Fliege. Noch tiefer runter. Also weiter umgeschlagen, Nikolai Valjuev war klar, aber er muss sich steigern, wenn er tatsächlich mal jetzt um